Eine gewisse Chardé hätte vermutlich an dem heutigen Bier aus Budapest ihre wahre Freude. Welches Bier das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit und habt vielleicht Lust heute auf ein New England IPA. New England IPAs, die werden ja gemeinhin mit Weizenmalz und Hafermalz bzw. auch Haferflocken gebraut, damit sie so richtig weich und smooth werden. Und der Weg zu einer Namensfindung für ein New England IPA kann dann ja möglicherweise auch über Musiktitel führen, die vielleicht die einen oder anderen von euch gar nicht mehr kennen. Es gab in den, ich glaube es war in den 80ern, gab es eine gewisse Sade, die so, ja, so loungige, jazzige Musik gemacht hat. Und die hatte einen Riesenhit mit Smooth Operator. Und daraus wurde bei Mad Scientists der Smooth Operator. Und die haben ihr Etikett ein bisschen geändert. Ich habe das noch mit so einem Blauton in Erinnerung, aber vielleicht haben sie einfach da jetzt ein bisschen eine klarere Linie reingebracht. Es ist jedenfalls ein New England IPA, bei dem ich natürlich wieder super interessiert hätte, welche Hopfensorten drin sind. Verraten sie uns nicht. Eigentlich verraten sie überhaupt relativ wenig. Auf der Homepage steht nur 6 Volumenprozent Alkohol, dass Haferflocken drin ist, Gerstenmalz und Weizenmalz und mal der ganze restliche normale Kram an Zutaten. Ich habe mir dann noch ein bisschen rumrecherchiert, bin drauf gekommen, 80 Bittereinheiten, was ja für New England IPA tatsächlich ein bisschen viel wäre. Aber wenn man sich hier mal so anschaut, da steht die Anzeige schon im Anschlag und es ist wieder ein Bier aus der Drink Fresh, Do Not Age Serie. Also würde natürlich viel für viel Hopfen sprechen, wobei New England IPA ist ja auch kein Bier, was man auch mit, keine Ahnung, 40 Bittereinheiten irgendwie lagern würde. So, ich glaube, das muss es dann tatsächlich gewesen sein, mehr weiß ich nicht. Und jetzt ist dann mal wieder die Wahrheit auf dem Platz. Und da kommt dann wieder mein Mad Scientist Alan Meyer-Kolben zum Einsatz. Es ist tatsächlich nicht das einfachste Glas zum Trinken, aber ich finde es eines der lustigsten und schönsten Gläser. Und schon wenn man Mad Scientist heißt, das Ganze irgendwie im Logo hat. Und wie gesagt, hier, das Ding scheint offensichtlich tatsächlich von einem Laborausstatter zu kommen. Und die werden wahrscheinlich auch komisch geschaut haben, als man dann gesagt hat, hey, wir hätten gerne ein Trinkglas für Bier. Und lustig ist auch, das Ding ist für 300 Milliliter im Labor gemacht, für Bier geht aber 400. Aber dann ist natürlich auch schon wenig Kopfraum für Schaum oben drin. So, genug geredet. Wir haben ein sehr saftiges, orangensaftiges Bier. Ein bisschen blassere Farbe, drei Finger breit hier in meinem Meyer-Kolben an einem etwas gröberen Schaum dafür. Hat er eine Kompaktheit, die sich aber gewaschen hat. Ja, wir haben viel tropische Frucht. Ananas, Mango, Grapefrucht, so das ganze Programm. Aber das ist auch so ein bisschen floral, das Ganze. Leichte florale Noten. Also dafür ist er tatsächlich dann wieder irrsinnig praktisch. Ja, in diesem Sinne, cheers. Eieiei. Puh, also großer Freund von hopfigen Bieren, großer Freund von New England IPAs, aber New England IPA verbinde ich jetzt eben halt nicht mit so voller Hopfenkanone, aber es gibt offensichtlich immer mehr Brauereien, die das machen und natürlich auch immer mehr Leute, die das mögen. Und das Bier hat tatsächlich ordentlich Dampf. Also ob das jetzt 80 Bittereinheiten sind, das ist, weiß man ja nie so. Aber das kann was, ja. Und ich würde sogar sagen, das hat so einen minimalen Hopburn auch schon. Oder noch. Ansonsten fruchtig, tropisch, Ananas, Mango, Pfirsich ist mit dabei. Grapefrucht ist wieder sehr präsent. Ein bisschen Pinie. Aber es sind auch wieder diese floralen
Noten aus der Nase mit dabei. Es ist ein bisschen Karamell mit dabei, aber es ist toll balanciert. Also diese 80 Bittereinheiten, die tun nur am Anfang, also tut nur am Anfang weh. Aber es balanciert sich dann halt tatsächlich nachher schön aus und normalisiert sich dann auch ein bisschen. Nicht, dass es jetzt harmlos werden würde, sondern das ist noch ordentlich hopfig. Da ist auch so eine ordentliche grasig-kräuterige Hopfen-Grundton unten mit dabei. Aber das ist schon ordentlich ausbalanciert. Vom Körper her, schöner, kräftiger, mittlerer Körper, also oberes Ende. Ja, hat eine eher sanftere Kohlensäure. Das ist schon ein bisschen zurückhaltender. Also ist er dabei halt schön cremig und samtig weich auf der Zunge und am Gaumen. Das gefällt mir gut. Und hinten raus ist es dann ja nicht so ewig lang. Es ist ein bisschen trockener, bleibt fruchtig. Und man hat so den Eindruck, so eine leichte Säure irgendwo kommt noch dazu. Passt aber hervorragend und ja, 6 Volumenprozent. Ja, ist jetzt nicht das obere Ende was von dem, was geht. Aber es ist eine ganz schöne, schöner Wert, ist halt auch nicht zu leicht und bringt eben auch auf der alkoholischen Seite ein bisschen dann Geschmack mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, Smooth Hopperator von Mad Scientist Brewing. Ein Bier, was mich eigentlich auf voller Linie überzeugt. Ich sag mal, der ganz große Sprung auf den Niper Olymp ist es dann nicht, aber 4,5 Punkte gibt es auf jeden Fall für den Smooth Hopperator von Mad Scientist aus Budapest. Schönes Bier, vor allen Dingen mal wieder ordentlich Bitterkeit mit dabei und die dann in eine tolle Balance gebracht mit dem Rest und hat alle größten Respekt meiner Meinung nach verdient. Mad Scientist Biere. Ich bin gespannt, welche von euch die Biere kennen und was eure Lieblingsbiere von denen sind und werde bald wieder dort bestellen und wenn ihr mir mal sagt, was ihr gerne mal hier auf dem Kanal sehen würdet, dann bin ich gespannt dafür und dankbar für eure Tipps. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.